Gut. Es ist 11 Uhr. Nützen wir die Zeit, starten wir pünktlich. Und ja, noch einmal recht herzliche Grüße an alle hier aus Wien. Und ich freue mich, dass ich euch hier bei meinem Workshop Gesunder, erholsamer Schlaf mit WingWave begrüßen darf. Mein Untertitel ist es, oder wie es auf einfache Weise gelingt, das Immunsystem zu stärken und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Speziell Immunsystem stärken, Zeiten wie diesen, ja, kann das Immunsystem nie stark genug sein. Und ja, mit einem gesunden, erholsamen Schlaf funktioniert das ganz, ganz gut. Kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Karl Wegmeier und bin seit, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, seit 2009 WingWave Coach und seit 2011 auch WingWave Lehrtrainer und bin Gesellschafter der ZTC Akademie Wien. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir eben die Akademie und machen hier vieles an Seminaren, Trainings und Coachings. Mein Schwerpunkt ist Mentaltraining, Mentalcoaching und natürlich WingWave. Und ich war früher ein großer Skeptiker von WingWave. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirksam ist, nachdem ich an mir selbst sozusagen erfahren habe, wie WingWave wirkt. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, einen ersten großen Fall gehabt mit der österreichischen Staatsmeisterin in der Rock'n'Roll-Akrobatik. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ja, WingWave ist ein Tool, mit dem man wirklich sehr, sehr viel bewegen kann, sehr, sehr viel in kurzer Zeit erreichen kann. Ja, und seither bin ich einer der größten Verfechter von WingWave. 80% meiner Coachings laufen mit WingWave ab. Und 2013 war bei mir der Zeitpunkt, wo ich zum Schlaf umgeschwenkt bin. Und ich war selbst betroffen mit schlechtem Schlaf. Ich habe es nicht gewusst, dass ich schlecht schlafe. Plötzlich war mein Blutdruck auf 160 zu 120 und ich wusste nicht warum. Der Zufall, oder wie es immer so schön heißt, Zufälle gibt es nicht, hat mich mit der Sigmund Freud Universität zusammengeführt. Die haben dort ein spezielles Messverfahren, wo man ich sage jetzt, die Körpervitalität messen kann und auch den Schlaf, die Schlafqualität. Und das habe ich gemacht, weil es mich interessiert hat. Und siehe da, es ist herausgekommen, die Schlafqualität war ganz, ganz schlecht. Sprich, ich habe keine Tiefschlafphasen gehabt, damit auch keine körperliche Erholung. Ja, und das war die Auswirkung, dass mein Blutdruck plötzlich so hoch ist. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, was kann ich machen als Coach, als WingWave-Coach? Ja, und habe im Prinzip nichts anderes gemacht als WingWave angewandt und etwas Bewegung und siehe da, nach 2 Wochen war mein Blutdruck wieder im normalen Bereich. Die Nebenauswirkungen, die jahrelang da waren, die habe ich erst so im Nachhinein, nachdem ich das Revue passieren habe lassen, wahrgenommen. Und eins kann ich sagen, und da schalte ich jetzt mal ganz kurz zu meiner Präsentation. Ich kann eins sagen, wer unausgeschlafen ist, gefährdet auch andere, weil er am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr oft tödliche Fehler macht. Wir erleben es immer wieder, dass wir Zeitungsberichte sehen, Unfälle, 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 oder dass wir irgendwo am Arbeitsplatz Fehler begegnen, Fehler bemerken. Und ich sage, ein Großteil der Fehler rührt daher, dass der Schlaf unzureichend war. Und das ist ein Faktor, der bisher wahnsinnig stark vernachlässigt wurde. Kaum jemand fokussiert sich auf das Thema Schlaf. Jeder sagt, naja, wenn ich ein paar Stunden weniger schlafe, macht das auch weniger aus, ich hole das wieder nach. Ja? Viele wissen um ihre Schlafprobleme.
Was machen die? Die meisten gehen zum Arzt, holen sich Schlaftabletten, damit sie wieder einschlafen, durchschlafen können. Auch das ist der falsche Weg. Und hier sind ein paar Zahlen, die ich aufgelistet habe. 40 Milliarden Euro, 210.000 Arbeitstage, das sind nur Zahlen aus Deutschland. 40 Milliarden Euro gehen Jahr für Jahr verloren durch Unfälle, durch Ausfälle, durch Auswirkungen, die durch schlechten Schlaf entstanden sind. 210.000 Arbeitstage in Deutschland sind die Ursache fehlende Arbeitstage. Krankenstände sind auf Schlafprobleme zurückzuführen. Was hat der Öltanker Exxon-Valdez, die Raumfähre Challenger, die Reaktorkatastrophe Tschernobyl? Also drei große Katastrophen, glaube ich, die noch in guter Erinnerung von vielen, vielen sind. All diese Katastrophen sind zurückzuführen auf eine übermüdete Mannschaft, die Fehlentscheidungen getroffen hat. Ja. Bei Tschernobyl ist das Kontrollpersonal übermüdet gewesen, hat Fehlentscheidungen getroffen. Eine Fehleinschätzung. Ebenso bei der Raumfähre Challenger. Man hat gewusst, dass hier ein Ventildefekt ist. Und trotzdem hat man einen Start gemacht und hat eine ganze Nacht hindurch beraten und ist zu einer totalen Fehlentscheidung gekommen. Exxon Valdez, dieser Tankerunfall vor Alaska, eine übermüdete Mannschaft war da und hat einem unerfahrenen Mann das Ruder überlassen. Also wir sehen sehr, sehr viele Unfälle, sehr, sehr viele Zwischenfälle sind auf Schlafmangel zurückzuführen. Und da möchte ich hier im ersten Teil meines Vortrages einen kurzen Einblick über das Thema Schlaf geben, warum Schlaf so wichtig ist. Und im zweiten Teil werden wir schauen, was kann man mit WingWave oder generell, welche Tools sind gut, um wieder zu einem guten Schlaf zu kommen. Und zum Beispiel eine europaweite Studie zeigt auch, dass Verkehrsteilnehmer, die in einen Unfall verwickelt waren, 42% haben gesagt, dass sie vor der Nacht des Unfalls schlecht geschlafen haben. 34% erklärten, dass sie überhaupt schlechte Schläfer sind. Also Schlafmangel und Übermüdung sind eine wesentlich häufigere Unfallursache als zum Beispiel Alkohol. Ja. Und deshalb ist für mich immer Schlaf ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das ist sozusagen einer der lebensnotwendigen Faktoren, die wir quasi zum Überleben brauchen. Ja. Schlaf, Essen, Trinken. Fällt einer der drei Faktoren aus? Ja, vernachlässige ich diesen, werde ich nicht überleben können. Ohne Essen werde ich nicht überleben können. Ohne Trinken wird es nicht funktionieren und genauso wenig ohne Schlafen. Und ja, diese drei Faktoren sind für mich immer wesentlich. Essen, Trinken ist für uns eine Selbstverständlichkeit, genauso wie Schlafen. Nur viele achten nicht wirklich auf ihren Schlaf. Ich habe es ehrlich gesagt auch nie gemacht. Ja, für mich war Schlaf immer, ja, okay, man geht am Abend ins Bett, schläft, man wacht in der Früh auf und alles ist okay. Es stimmt, ich kann auch sagen, ich habe immer einen guten Schlaf gehabt. Nur die Qualität des Schlafes war doch nicht so gut. Sonst hätte ich keine Probleme bekommen. Warum müssen wir eigentlich schlafen? Der Schlaf ist einmal ein Grundbedürfnis. Wir brauchen diesen für die Erholung. Wir sind den ganzen Tag aktiv, sowohl körperlich als auch geistig aktiv. Das heißt, irgendwann müssen wir abschalten. Normalerweise im Arbeitsleben hätten wir auch Pausen dazu. Nur wir wissen, in den Pausen wird am allerwenigsten abgeschaltet. Im Gegenteil, da wird vieles angeschaltet. Handy, Laptop und so weiter muss man schnell mal nachschauen, seine privaten Sachen checken und so weiter. Also wirklich nicht die Zeit dazu, sich zurückzuziehen, sich wirklich Pause zu machen, durchzuatmen und so weiter. Und Schlaf ist auch ein Faktor, der ganz, ganz wesentlich zu unserer Erholung beiträgt.
Und wir brauchen uns daran erinnern, wenn man krank sind, wenn wir zum Beispiel Fieber haben, was machen wir automatisch? Wir legen uns hin und schlafen sehr, sehr viel. Weil genau in der Phase, das braucht der Körper Erholung, eine Regeneration. Das Immunsystem muss wieder angekurbelt werden, muss wieder gestärkt werden. Deshalb schlafen wir, wenn wir krank sind, um vieles, vieles mehr. Und im Schlaf passiert sehr, sehr viel. Vieles werdet ihr wahrscheinlich wissen. Ich möchte es nur kurz auffrischen. Die Erlebnisse des Tages werden verarbeitet. Das Immunsystem wird in der Nacht entsprechend gestärkt. Der Stoffwechsel reguliert sich im Schlaf. Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Und ganz, ganz wichtig, die Psyche erholt sich im Schlaf. Und das Allerwichtigste am Anfang eines Schlafes ist die körperliche Erholung. Ohne diese körperliche Erholung am Anfang wird auch die Schlafqualität nicht so gut sein. Und ich komme dann noch ganz kurz darauf zu sprechen, wie es aussieht. Was ist, wenn wir zum Beispiel mal eine Zeit lang nicht schlafen? Zum Beispiel 24 Stunden ohne Schlaf hat den Effekt wie ein Alkoholpegel von 0,85 Promille. Also wenn wir können mal das eine oder andere Gläschen trinken, dann haben wir 0,85 Promille. Oder wir bleiben eine Nacht wach oder 24 Stunden wach, dann haben wir dasselbe Faktor mit 0,85 Promille. Es werden Gedächtnislücken auftauchen, zum Teil Halluzinationen da sein. Und wie gesagt, Schlafmangel macht eben sehr, sehr fehleranfällig und kosten der Wirtschaft wahnsinnig viel Geld. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu. Die 40 Milliarden Euro, was ich gezeigt habe, sind alleine nur bezogen auf Deutschland. Und chronischer Schlafmangel kann natürlich auch zu einem entsprechend früheren Tod führen. Und übrigens, ein sehr seltsamer Weltrekord besteht auch, nämlich wie lange kann man ohne Schlaf aushalten? Wie lange glaubt ihr, wie viele Tage hat dieser Mann ausgehalten? 3? 3 Tage? Bisschen mehr. Ich halte keine 2 aus. Ja, ich halte nicht einmal mehr richtig einen Tag aus. Der hat 11 Tage ausgehalten. Schrecklich. 11 Tage ohne Schlaf, dann hat man das abgebrochen, weil es dann lebensgefährlich wurde. Ja? Also ist ein Weltrekord, den nachzuvollziehen, würde ich niemandem raten. Ja? Aber 11 Tage ohne Schlaf war in dem Fall sowieso eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Aber dann, wie gesagt, geht nichts mehr. Wie schaut denn jetzt unser Schlaf aus? Und auch das, schätze ich, erkennen sehr, sehr viele. Ein idealer Schlaf schaut eben so aus, dass wir mehrere Schlafzyklen in der Nacht durchlaufen. Und jeder Schlafzyklus dauert circa 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten durchlaufen wir von den REM-Phasen hin zu den Non-REM-Phasen, sprich zu den Leichtschlafphasen, zu den Tiefschlafphasen, wieder rauf in die REM-Phase. Und wir werden auch wieder wach. Und in der ersten Hälfte des Schlafes überwiegen die Tiefschlafphasen. In der zweiten Phase des Schlafes, der zweiten Hälfte des Schlafes, überwiegen eher die REM-Phasen. Dort hat man dann weniger Tiefschlafphasen. Warum ist das so? Weil eben genau diese körperliche Erholung, die ganz, ganz wichtig ist für uns, für den Körper, aber auch für den Schlaf, diese findet in den ersten tief in den ersten Phasen statt. Am idealsten ist es, wenn man einschläft, wenn man dann relativ rasch in eine längere Tiefschlafphase kommt. Dort findet die ganz notwendige körperliche Erholung statt. Und findet eine körperliche Erholung statt, ist auch die geistige Erholung später in den REM-Phasen wesentlich besser. Und das wird leider im Schlaf oder ja, sehr, sehr häufig übersehen, wenn es irgendwie nach Jahren zu körperlichen Problemen kommt, so wie bei mir. Ja, Blutdruck steigt und ich wusste nicht warum. Ich bin Sportler, ich mache Sport, trotzdem ist der Blutdruck gestiegen.
Ja, ich bin eben drauf gekommen, dass ich keine Tiefschlafphasen hatte. Das heißt, keine körperliche Erholung da ist. Nachdem ich etwas getan habe und wieder zu den Tiefschlafphasen gekommen bin, mein Blutdruck runtergegangen und ich habe jetzt einen guten Schlaf, habe auch wieder meine Tiefschlafphasen. Und ich merke es an mir selbst. Ich bin fitter während des Tages. Ja? Ich bin leistungsfähiger. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und darum gibt es auch einen Spruch, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste Schlaf. Das rührt noch daher aus Zeiten, wo man sehr früh zu Bett gegangen ist. Da ist man halt, was weiß ich, schon um 9, 10 Uhr oder sobald es dunkel geworden ist, ist man früher zu Bett gegangen. Das heißt, man hat diese ersten Tiefschlafphase, die wichtige Tiefschlafphase vor Mitternacht gehabt. Deshalb rührt der Spruch daher, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste Schlaf. Man braucht sich jetzt nicht so sehr danach richten. Wichtig ist, auch wenn man mal nach Mitternacht ins Bett geht, wichtig ist, dass man in die Tiefschlafphase kommt. Also wirklich so wie hier aufgezeichnet, das wäre eine ideale Kombination oder ein idealer Ablauf eines Schlafes. Das ist leider nicht immer so. Wir wissen, dass immer was dazwischen kommen kann. Und ja, und auch vom Alter ist es etwas abhängig, wie eben diese Schlafstadien aussehen. Je jünger man ist, umso mehr ist man im Tiefschlaf. Ihr seht hier so drei Szenarien, drei Messungen. Die erste oben, dieses Bild ist Schlafstadien bei Kindern. Da sieht man, die sind sehr, sehr viel in der Phase 3 und in der Phase 4. Das heißt, das ist der Tiefschlaf. Phase 3 ist der Einstieg in den Tiefschlaf. Phase 4 ist wirklich der tiefste Tiefschlaf, wenn man es so bezeichnen will. Die träumen noch weniger, werden auch weniger wach, während sie schlafen. Bei jungen Erwachsenen ist das schon anders, auch noch Tiefschlafphasen, aber schon wesentlich mehr Traumphasen, längere Traumphasen auch dazu, weil es einfach viel zum Verarbeiten auch gibt. Und bei älteren Personen, da sieht man, dass sie öfter wach werden und die Tiefschlafphasen nehmen ab. Die Leichtschlafphasen sind da und da merkt man, alleine durch die wenigen Tiefschlafphasen ist trotzdem noch eine gute körperliche Erholung vorhanden. Und das Wachwerden während der Nacht, das ist ganz, ganz normal. Wir werden bis zu 27 Mal während der Nacht wach. Nur wir bekommen es meistens gar nicht mit. Das sind oft nur Sekundenbruchteile, wo wir aus dem Schlaf rauskommen und dann sofort wieder reinkommen. Manchmal dauert es auch länger, sind wir für ein paar Sekunden, ein paar Minuten wach. Manche sind länger wach. Da heißt es dann schon wieder etwas zu tun, damit man wieder weiterschlafen kann, weil dann beginnt das Grübeln. Ich kann schon wieder nicht schlafen, werde ich morgen ausgeschlafen sein? Wie geht es mir dann, wenn ich jetzt nicht schlafen kann? Und so weiter und so fort. Und je schneller ich ins Grübeln komme, umso mehr Stress baut sich auf und dann fällt das Einschlafen wieder wesentlich schwerer. Und ich zeige euch jetzt einmal so ganz kurz eine Schlafmessung, wie ich das kennengelernt habe. Ich werde euch dann auch noch Tools zeigen, wie man den Schlaf messen kann, weil für mich das inzwischen ein ganz, ganz wesentlicher Faktor geworden ist. Ja. Regelmäßig meinen Schlaf zu kontrollieren, wie schaut es aus, wie war mein Schlaf, wie viele Tiefschlafphasen hatte ich, wie viele REM-Phasen hatte ich. Und nicht, dass ich mich jetzt beeinflussen lasse, sondern ich weiß, aha, ja, genau da habe ich das und das gemacht. Deshalb ist mein Schlaf vielleicht etwas schlechter gewesen und einfach etwas darauf zu achten, auf die Schlafqualität, beziehungsweise wie schaut mein Schlaf aus. Das ist die Messung, die ich gemacht habe, 2004, also mit dem System habe ich 2014 eine Schlafmessung gemacht. Hier ist eine Variante, die einen gesunden Schlaf zeigt. Meine war bei weitem nicht so.
Ich bekomme hier generell, das ist die von Heart Balance, eine Auswertung, wie man eine Messung machen kann. Da bekommt man viele andere Parameter auch dazu. Hier in diesem Bereich sieht man sehr, sehr gut die Aktivität und die Ruhephase. Also grün ist der Ruhebereich. Und da sieht man, dass während des Schlafes wirklich eine gute Erholung eintritt, ja, während des Tages und auch zum Teil während der Nacht, wo wir wieder etwas mehr träumen, da ist Aktivität da. Das sieht man hier und natürlich, wenn ich dann wach bin, wenn ich etwas mache, mehr Aktivität. Wenn man rechts hier jetzt drüber schaut, ist der Ausschnitt von den Schlafphasen hier vergrößert. Die Person kommt gut in den Tiefschlaf hinein, auch wenn nicht sofort, aber trotzdem sehr gute Tiefschlafphasen, mehrere Tiefschlafphasen. Also da sieht man eine gute körperliche Erholung oder eine generell gute Erholung ist hier gegeben. Gibt es eine Frage? Ich sehe den. Also, wenn ihr eine Frage habt, bitte in den Chat zu schreiben. Ich habe jetzt da, warum weiß man, dass die Zahlen alle auf den Schlaf zurückzuführen sind? Ja, man hat schon Umfragen gemacht und hinterfragt, warum gewisse Unfälle eingetreten sind. Und das hat man dann hochgerechnet auf die Anzahl von Unfällen. Ja. Und es gibt auch entsprechende Artikel noch, die immer wieder zeigen, dass einfach Leute wirklich Probleme haben und da dann entsprechend Unfälle passieren. Ist es richtig, dass die Traumphasen die REM-Phasen sind? Ja, genau. In den REM-Phasen ist es so, dass man sehr, sehr viel träumt. Und wir wissen auch, dass wir hier die Augenbewegungen mitmachen. Ja, die REM-Phase, Rapid Eye Movements, in der Phase träumen wir. Die Muskulatur ist vollkommen erschlafft. Wir liegen ganz ruhig im Bett. Gott sei Dank, die Muskulatur erschlafft. Da würden wir im Traum uns auch noch bewegen. Unsere Partnerin, unser Partner würde es absolut nicht lieben, wenn wir unseren Traum ausleben würden. Wenn wir vielleicht mit unseren Händen und unseren Füßen uns entsprechend bewegen, wenn wir mal so auf das Nebenbett hinüberklopfen. Also wäre jetzt nicht unbedingt ideal. Die Frage, sind Sie im Verband der Schlafmediziner aktiv anerkannt, verstehe ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist. Vielleicht kann die Lucy das noch einmal klarer definieren, was damit gemeint ist. Es ist schon so, dass die Zulassung für den Verband, die ja durchaus auch Trainer einbeziehen könnten, die mit Gesunden arbeiten und nicht nur mit Kranken bezieht, der Verband der Schlafmediziner in Deutschland zumindest bezieht sich nur auf Psychologen und auf Mediziner, also andere Fachbereiche. Ich bin zum Beispiel Soziologin, Medizinsoziologin. Die treten da gar nicht auf. Wie ist denn das in Österreich? Österreich, keine, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es mal einen Verband der Schlafmediziner hier gibt. Kann ich jetzt nicht sagen. Ist aber auch nicht, ich sage jetzt mein Metier, ich bin Coach, ich bin Schlafcoach. Das heißt, ich arbeite natürlich in erster Linie mit Personen, die gesund sind. Wenn Schlafprobleme da sind, sind natürlich die einmal entsprechend abzuchecken, woher rühren die Schlafprobleme. Ich habe dazu auch einen Fragebogen entwickelt. Und natürlich gehört es auch ärztlich einmal abgeklärt. Ja, ich arbeite dann mit den Leuten darum, den Stress zu reduzieren, weil 80% der Schlafprobleme rühren aus stressigen Situationen, aus stressigen Gründen. Also ich frage nur deshalb, weil es tatsächlich so ein blinder Fleck ist bei den Schlafmedizinern, dass die Anempfehlungen und dergleichen sich tatsächlich immer auf quasi Kranke beziehen. Ja? Ja. Aber sei dahingestellt irgendwie, ich wollte nur wissen, ob es in Österreich anders ist. Ja,
Tanja, wir kommen dann schon noch zu den Techniken. Ich habe ja gesagt, zuerst einmal ein Verständnis für den Schlaf ist ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, warum ist unser Schlaf so wichtig. Und dann schauen wir uns an, was können wir beim WingWave entsprechend dazu machen. Und ich habe einfach für den Einstieg, um zu erkennen, wie schaut es aus bei WingWave oder generell, wie schaut es aus, wie kann ich erkennen, dass jemand ich sage jetzt einmal Schlafprobleme hat, habe ich einmal drei Fragen entwickelt, die ein ganz wesentlicher Faktor sind, um zu sagen, ja, da sollte man dran arbeiten, da ist es wesentlich, zum Thema oder am Thema Schlaf entsprechend sich vielleicht coachen zu lassen oder mit den ersten Maßnahmen beginnen, die man selbst durchaus gut gestalten kann. Ich zeige jetzt einmal her, und da kann jeder von euch gerne einmal mitmachen, auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn ihr euch einmal die Antworten notiert, ja, wie ist dein Schlaf? Jetzt einfach subjektiv einmal eingeschätzt. Wenn du daran denkst, die letzten Tage, wie ist dein Schlaf gewesen? 0 heißt ganz, ganz schlecht. 10 heißt ausgezeichnet. Wo würdet ihr euch da jetzt einschätzen? Und genau so stelle ich die Fragen an meine Klienten. Detto, die nächste. Wie fühlst du dich am Morgen? Total müde und abgespannt oder voll fit und ganz ausgeschlafen? Auch da wieder zwischen 0 und 10 einschätzen. Und die dritte Frage, wie geht es dir während des Tages? Das heißt, ich bin während des Tages müde, abgespannt. Oder ich bin während des Tages, fühle mich ausgezeichnet, bin voller Elan, bin fit, mir geht es hervorragend. Also das sind die drei Fragen, mit denen ich mit jedem Klienten, der zu mir kommt, einmal starte. Und jetzt frage ich einmal da in die Runde, wie geht es denn euch mit dem Schlaf? Wie würdet ihr die erste Frage, wie ist dein Schlaf? Ihr könnt die Zahlen reintippen zwischen 0 und 10 in den Chat. Okay, nur Chat? In den Chat hineintippen, wenn wir mal einen kurzen Einblick bekommen, wer es möchte. Auch, dass ich dann etwas dazu sagen kann. Ja, da haben wir schon die ersten 7, 8, 6, 8, oh, 2, 6, 6, 5, 5, 5. Okay. Wie fühlst du dich am Morgen? Wie schaut es da aus zwischen 0 und 10? Für mich immer eine der sehr wesentlichen Fragen. Wie fühlst du dich am Morgen? Wenn du wach wirst, brauchst du sehr lange, bis du aktiv wirst, wirst du wach und bist gleich von Anfang an sehr aktiv. Also jetzt nicht, ja, oder sagen wir so, wenn man bei 10 ist, ist man so, dass man aus dem Bett rausgeht, unter die Dusche geht und sofort voller Aktivität ist. Da unterscheiden sich jetzt schon die Zahlen, da werden die Zahlen schon zum Teil etwas niedriger. Okay, trotzdem auch viele bis 7, ja, gut. Und die dritte Frage, wie geht es dir während des Tages? Auch da wieder zwischen 0 und 10, 0 müde abgespannt und 10 ausgezeichnet voller Elan. Okay, wunderbar. Auch da wieder haben wir unterschiedlichste Zahlen. Da sieht man, alleine wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, sehe ich ungefähr 20%, würde ich sagen, haben mit ihrem Schlaf wenig Probleme. Zur Auflösung jetzt von der Skalierung her, gehen wir noch einmal hin.
schauen wir uns die Skalierung noch einmal an. Ich habe da, die 7 ist immer rot eingefärbt. Alles, was über der 7 ist, da ist der Schlaf in Ordnung, da ist alles gut. Alles, was zwischen 7 und 5 ist, also wenn sich Wert bei 5, 6, bei 7 einordnet, 7 ist so an der Grenze, dann würde ich empfehlen, erste Schritte zu unternehmen für einen besseren Schlaf. Zu schauen, was könnte mir helfen. Das könnten einfache Schlaftipps sein. Das könnte etwas Entspannung sein, wie auch immer. Alles, was unter 5 ist, ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Da würde ich auf jeden Fall meine Schlafmessung empfehlen. Wie schaut es mit meinem Schlaf aus? Ja, dazu werde ich euch dann 2 Tools zeigen, wie man den Schlaf wirklich gut messen kann, die ich selbst verwende. Ja, und auf der einen Seite natürlich einmal ärztlich abklären zu lassen, gibt es irgendwelche Probleme? Und auf der zweiten Seite natürlich einmal zu schauen, was hindert mich an einem guten Schlaf? Und da ist natürlich einmal zu schauen, Stress, gibt es andere Faktoren? Dazu habe ich auch einen Fragebogen entwickelt, den ihr jederzeit haben könnt, wenn ihr wollt. Also die Skalierung, die könnt ihr auch jederzeit einsetzen. Ja? Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe es für mich aufgrund meiner Erfahrung, die ich mit vielen, vielen Schlafklienten gemacht habe, hat sich diese Einschätzung so ergeben und ich fahre mit der sehr, sehr gut, um einen ersten Einblick zu bekommen. Wenn jemand den Fragebogen möchte, den schicke ich, kann ich euch dann zuschicken. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse hinein. Einen Moment. karl.wegmeier@zc-academy.at. Wenn ihr mir eine E-Mail schickt, dann schicke ich euch diesen Fragebogen zu, den ich entwickelt habe. Es ist ein Fragebogen mit 21 Fragen. Da geht es immer nur um ein Ja und Nein zu antworten und sehe aber dann relativ rasch, wo Probleme vorhanden sind dann beim Klienten. Und dann richte ich mich natürlich auch da, wie gehe ich dann vor? Ich zeige euch hier ganz kurz einen Ausschnitt von diesem Fragebogen. Ja. Also ich brauche lange, um einzuschlafen. Und diese ersten 3 Fragen, die ich da oben habe, ist auch für mich dann die Basis beim Einstieg beim Schlafcoaching. Ja? Also wenn jemand sagt, ich brauche länger als 30 Minuten zum Einschlafen, dann teste ich beim Kunden, was ist eigentlich das Schlafproblem? Es ist das Einschlafen, es ist das Durchschlafen, es ist das Ausschlafen. Also eines der Sachen teste ich und dort, wo es aufgeht, weiß ich, aha, ja, wir sind einmal dort. Und dann gehen wir ganz normal den Aussagenbaum durch. Ja? Also ein relativ simpler, einfacher Einstieg, wenn es darum geht, wo liegen die Probleme? Die Probleme liegen immer beim Einschlafen, beim Durchschlafen oder beim Ausgeschlafen sein. Ja? Und deshalb sind diese 3 Sachen, da bekomme ich schon einmal eine Rückmeldung von meinen Klienten, wo liegt das Problem, wo setze ich bei meinem Coaching auf. Und natürlich sind dann weitere Fragen für mich hilfreich. Und ja, ich habe auch dann natürlich einen entsprechenden Ablauf für ein Schlafcoaching entwickelt. Ich habe dazu auch ein Vertiefungsseminar, das eben sich mit Schlafen beschäftigt. Also WingWave Schlafcoaching als Vertiefungsseminar biete ich an, um hier dann noch einen vertiefenden Einblick zu bekommen zum Schlaf. Und generell
zu sagen ist, dass sehr, sehr viele Menschen an Schlafproblemen leiden. Rund 50% aller Personen haben mehr oder weniger Schlafprobleme. 25% haben massive Schlafprobleme. Und ich sage mal, leider machen die Leute einen Riesenfehler, dass sie zum Arzt gehen, sich dort Schlaftabletten holen und damit wieder hoffen, besser schlafen zu können. Vielleicht kurzfristig kann es gut sein, aber auf die Dauer hinweg ist Behandlung mit Schlaftabletten immer problematisch. A, wird man abhängig von den meisten Sachen. B, unterdrücken Schlaftabletten meistens die Tiefschlafphasen. Das heißt, es kommt zu keiner körperlichen Erholung mehr oder zu einer immer eingeschränkter körperlichen Erholung. Ja. Ich habe gesagt, ich zeige euch auch Möglichkeiten der Schlafmessung. Ich verwende dazu zwei Varianten. Die erste Variante, die ich jetzt schon seit fast 1,5 Jahren verwende, ist die Messung mit einer Uhr. Ich trage diese Uhr regelmäßig auf meinem Handgelenk und natürlich auch nachts. Also wer nachts kein Uhrträger ist, ist mit dem System nicht gut bedient. Aber die misst wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es verglichen mit der Messung, die ich euch vorher gezeigt habe, mit dieser Herzratenvariabilitätsmessung. Und die Versa 2, und jetzt gibt es eine Versa 3 auch schon, die messen sehr, sehr gut. Ich bekomme hier gute Auswertungen, bekomme sofort einen Schlafindex und sehe da meine Schlafphasen. Und die stimmen wirklich sehr, sehr gut überein. Es gibt unzählige Apps, mit denen man messen kann. Ja? Bitte vergesst all die Sachen. Ja? Es gibt nur ganz, ganz wenige Systeme, die wirklich gut und genau die Schlafqualität messen. Ja? Die Apple Watch kann das auch sehr, sehr gut. Ich habe es bei einem Klienten gesehen, das misst er sehr, sehr gut. Es gibt eine von Garmin, eine Uhr, die das auch sehr, sehr gut kann. Und noch irgendeine, da weiß ich, fällt mir jetzt momentan der Hersteller nicht ein, die kommen aus Finnland oder Norwegen, die haben auch eine Uhr entwickelt, die sehr, sehr gut misst. Nur ist nicht die Uhr jedermanns Sache. Zeige ich hier noch einmal, sehe hier ganz genau so Übersicht, wie war der Schlaf im Moment. Das sind übrigens Aufnahmen von mir, wie mein Schlafindex war. Auch da unterschiedlich, einmal gut bis 87 und bis 85. Und man sieht auch hier die Schlafphasen, wie lange ich geschlafen habe. Auch das ist so, die Schlafzeit und auch wie viel Zeit man wach ist während der Nacht, obwohl man es gar nicht mitbekommt. Wichtig für mich ist immer der Tiefschlaf. Und man kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Habe ich genügend Tiefschlaf gehabt, geht es mir am nächsten Tag gut. Also das ist die eine Variante zu messen, die Fitbit. Und das zweite, das ich mit letzten Jahr im Oktober entdeckt habe, ist ein Ring. Den trage ich auch regelmäßig. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Ja. Den trage ich auch regelmäßig. Der misst auch sehr, sehr gut die Schlafqualität. Also das ist die Alternative. Wenn man keine Uhr tragen will, kann man zum Beispiel diesen Ring tragen. Auch da bekomme ich sehr, sehr gute Auswertungen wieder in Form eines Index und auch wie schauen meine Schlaffaktoren aus und natürlich auch entsprechend, wie waren die Tiefschlafphasen, wie viele Anteil Leichtschlaf und so weiter. Also das sind zwei Möglichkeiten, um den Schlaf zu messen. Das empfehle ich auch immer wieder meinen Kunden, meinen Klienten, die zu mir kommen, die dann fragen, ja, wie kann ich meinen Schlaf messen? Und wie kann ich quasi die Qualität meines Schlafes kontrollieren? Einstiegsfragen oder meine Aussagen zum Einstieg in Schlafcoaching will noch jemand, die Nadine, noch einmal wissen. Ich zeige es dann anschließend noch einmal her. Ja? Gut. So. Ja, was verwende ich mit WingWave am häufigsten, wenn es um Schlaf geht und um Schlafthemen?
Ja, in erster Linie natürlich, wenn wieder Präsenz da ist, gehe ich natürlich mit Präsenzcoaching rein. Da gehe ich mit den drei Aussagen in erster Linie hinein, wenn der Klient gesagt hat, ja, okay, da ist ein Problem beim Einschlafen, beim Durchschlafen, beim Ausgeschlafensein. Das sind so die drei Basisfragen. Dann starte ich einfach ganz, ganz simpel mit dem Testing, nachdem vorher kalibriert worden ist, Finger verkehrt worden ist, ganz, ganz simpel mit dem Testing. Es ist das Einschlafen, es ist das Durchschlafen, es ist das Ausgeschlafensein. Das sind meine drei Basistestungen, die ich am Anfang mache. Und je nachdem, was testet, mit dem starte ich. Und dann gehe ich ganz normal in den Aussagenbaum hinein. Also, es ist das Einschlafen. Geht auf. Okay, es ist das Einschlafen. Natürlich bitte vorher immer wieder zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich nicht einschlafen kann? Was steckt dahinter? Was wäre stattdessen? Also blockierenden Satz und positiven kognitiven Satz zu finden. Bitte, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Davon gehe ich aus, dass ihr das macht. Ja? Und also wenn jemand nicht einschlafen kann, was macht es mit dir? Es macht mich unruhig, ich bin unruhig, ich bin unruhend, was weiß ich. Und was wäre das Positive dazu? Ich bin ruhig und gelassen, ich schlafe ein, was auch immer. Ja? Und ich hole dann auch immer eine Referenzsituation. Wann hast du, wie spürt sich das an, wenn du ruhig und gelassen bist? Wo im Körper fühlst du das? Und dann gehe ich wieder hinein. Es ist das Einschlafen, geht auf und dann den Aussagen, es ist körperlicher Stress, es ist emotionaler Stress und dann gehe ich einfach durch, wie wir es im WingWave auch entsprechend gelernt haben. Das ist im Prinzip, wenn Präsenzcoaching da ist, wenn ich gut testen kann. Ansonsten arbeite ich mit Musik. Mit der WingWave-Musik habe ich die tollsten Erfolge erzielt. Das geht ganz, ganz gut. Ich habe ein Interview auf meiner Seite auf der schlafcoaching-academy.at. Da habe ich ein Interview mit einer Dame, mit der ich online gecoacht habe, nur mit Musik. Das innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, wir haben maximal 3 Stunden insgesamt gearbeitet, konnte sie wieder gut schlafen. Es gehören für mich auch neben dem WingWave, neben der Musik, einige andere Faktoren auch noch mit dazu. Ich zeige es euch hier. Das ist mein Überblick, den ich auch meinen Klienten zeige. Um wieder gut schlafen zu können, ist WingWave für mich immer, immer die wesentlichste Voraussetzung, mit der Methode, mit der ich arbeite. Dazu auch natürlich die WingWave-Musik. Das Klopfen, Tappen natürlich auch mitzugeben. Nervus-Vagus-Stimulation. Ja, vor dem Einschlafen im Bett zu liegen, Nervus-Vagus-Stimulation. Oder noch besser ins Bett zu legen oder bevor man ins Bett geht, WingWave-Musik hören. Ich zum Beispiel höre jeden Tag am Abend meine WingWave-Musik. Und ich merke sofort, lasse ich die Musik weg, wird nach 2-3 Tagen mein Schlaf, die Schlafqualität nimmt ab. Also ich kann immer dann nur empfehlen, wenn irgendwo einfach die WingWave-Musik entsprechend durchgehend zu verwenden. Das hilft immer sehr, sehr gut. Es gehören auch andere Faktoren mit dazu, die zu einem guten Schlaf führen können, wo ich jederzeit, auch während des Tages, sehr, sehr gut etwas machen kann. Entspannungstechnik, das kann die Muskelrelaxation von Jacobson sein. Das kann Meditation sein. Schlafhygiene, Schlaftipps gehören mit dazu. Ihr könnt auf meiner Seite www.schlafcoaching-academy.at
könnt ihr euch ein kostenloses E-Book runterladen mit 35 ausgewählten Schlaftipps. Ich schreibe dann die Adresse noch in den Chat hinein. Ernährung ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und Bewegung, Sport oder generell Bewegung. Natürlich ist etwas Sport zu betreiben noch wesentlich wirksamer. Allerdings auch da wieder aufzupassen, genauso bitte Ernährung. Spät am Abend etwas schweres Essen ist für den Schlaf nicht gut. Genauso Bewegung. Spät am Abend, um dann ins Bett zu gehen, also spät am Abend Sport zu machen und dann ins Bett zu gehen, ist auch nicht das Ideale. Da ist man noch zu sehr aufgekratzt, man kann schlecht einschlafen. So, ich schreibe jetzt noch kurz hinein. www.schlafcoaching. Dort könnt ihr euch mein E-Book, das ich zusammengefasst habe, 35 ausgewählte Schlaftipps runterladen. Bei den Musikstücken ist es vollkommen egal, dass euch zusagt oder dem Klienten zusagt. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich verwende Wingwave Dream. Ist eine der häufigsten, also eine der Musikstücke, die ich verwende. Aber ich lasse das eher den Zufallsgenerator spielen. Ich habe die alle Wingwave-Musikstücke auf meinem Handy und am Abend, wenn ich ins Bett gehe, starte ich die Musik. Ja, bei leichten Schlafproblemen, wie gesagt, kann die Wingwave-Musik auf jeden Fall schon die sehr, sehr große Hilfe sein oder alleine nur zu tappen, Stimulation oder auch den ein oder anderen Schlaftipp zu befolgen, zum Beispiel am Abend nichts mehr essen, keinen Sport zu betreiben zu später Stunde, Handy ausschalten. Wenn man fernsieht, bitte achtet darauf, dass man nicht vor dem Fernseher einschläft. Oder auch einen Tagesschlaf zu machen, all das reduziert meine Schlafqualität während der Nacht. Gilt alles, wenn ich Schlafprobleme habe. Wenn ich keine Schlafprobleme habe, ist es überhaupt kein Thema. Da kann ich mehr oder weniger tun oder lassen, was ich will. Ja, so, die Zeit ist vorbei. Ich hätte noch einiges zu erzählen zum Thema Schlaftipps. Wingwave, also wenn Schlafprobleme da sind, wenn gravierende Schlafprobleme da sind, kann ich nur sagen, ärztlich einmal abchecken lassen und dann zu einem Wingwave-Coach zu gehen. Mit Wingwave, also ich habe noch bei jedem Klienten, der zu mir gekommen ist, und das waren schon einige, konnte ich den Schlaf verbessern, sodass die Leute wieder gut schlafen konnten. Wie viele Stunden vor dem Schlaf kein Essen? Naja, so 2 Stunden vor dem Schlafen gehen sollte man, wenn, dann nur mehr leichte Kost zu sich nehmen. Am besten ist so, wenn man am 6, 7 Uhr Abend isst, allerdings auch nicht allzu schweres Abendessen, dann ist das gut. Je schwerer das Abendessen, umso schwerer verdaulich, umso schlechter wird mein Schlaf, ganz kurz gesagt. Aber jetzt genau sich von den Stunden her dann zu halten, weiß ich, geht nicht immer, aber trotzdem zu achten, dass man nicht nach 8 Uhr, wenn man um 10 Uhr ins Bett geht, um 8 Uhr oder nach 8 Uhr noch ein schweres Essen zu sich nimmt. Da eher nur eine ganz leichte Kost und das reicht. Ja, es gäbe noch vieles zu sagen. Wenn ihr ein paar Antworten findet ihr auf meiner Homepage unter der Schlafcoaching Academy. Einfach dort auch nachschauen. Ihr könnt mich auch jederzeit anschreiben unter meiner E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen dazu habt, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
Und ansonsten sage ich noch einen schönen, tollen Tag für heute und ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Tipps mitnehmen. Wenn ihr WingWave-Coach seid und Interesse habt an der Vertiefung WingWave-Schlaf-Coaching, ja, würde ich mich freuen. Im Juni gibt es einen die 2 Tage Online-Vertiefung. Schlafen funktioniert sehr, sehr gut. In Zeiten wie diesen ist es ganz gut, wenn man weiß, wie gehe ich online auch damit um. Und ab Herbst hoffen wir, dass wir wieder entsprechend auch in Präsenz in Österreich arbeiten dürfen und vielleicht dann die eine oder andere von euch hier bei mir begrüßen dürfen. Ich werde auch mal in Hamburg, so ist es ausgemacht, ein Vertiefungsseminar zum Thema Schlaf geben. Ja, dann sage ich noch Tschüss aus Wien, ciao, ciao. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für das tolle Feedback. Ich bin noch 2-3 Minuten hier. Wenn ihr noch direkte Fragen habt, könnt ihr auch die noch stellen. Ich habe eine Frage. Kannst du mich hören? Ja. Also ich hab oft Schlafprobleme gehabt, richtig schwere. Die sind jetzt deutlich besser geworden. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich Hörspiele höre, also über Kopfhörer. Ja. Aber es muss eine bestimmte Stimme sein. Genau. Dann schlafe ich darüber ein. Mhm. Ja, ja. Man kann natürlich auch immer wieder für sich selbst Wege finden. Ja, du hast für dich einen Weg gefunden. Da geht es um eine bestimmte Frequenz, um einen bestimmten Ton, der dir gut tut, der dich beruhigt. Ja, und das ist eine gute Variante. Ja. Also die Stimme ist ganz ausschlaggebend und dass das noch so irgendwie so eine Geschichte ist, wo die Welt noch in Ordnung ist. So wie Cora gesagt hat, Nostalgie ist auch eine Emotion. Ja, ja. Ja, solche ja. Hörspiele sind. Da ist ja auch dieses Storytelling, das im Online-Coaching verwendet wird, ja auch eine gute Variante, damit zu arbeiten. Ja. Ja. Und ich hatte immer gedacht, dass ich eher nicht so einen starken Fokus darauf nehme, dass ich dann noch nervöser werde, noch mehr mitkriege, ach, du hast wieder nicht genug geschlafen oder so. Dass ich eher das ist sehr, sehr häufig, wieder das in einem Teufelskreislauf. Ne? Ja. Ja. Und da rauszukommen, ist oft für manche Leute schwierig. Also da heißt wirklich, sich an einen Coach zu wenden und ich sage am besten einen WingWave-Coach, weil man mit WingWave hier wirklich das sehr, sehr gut und relativ rasch in den Griff bekommt. Also ich habe noch mit keinem Klienten länger als 3 Stunden arbeiten müssen. Also mit einer Jahr habe ich länger arbeiten müssen, aber mit allen anderen hat maximal 3 Stunden. Also es gibt es ganz oft als Feedback, wenn es gar nicht um Schlafen geht, sondern um ganz andere Sachen, dass die Leute sagen, ich habe danach geschlafen wie ein Bär oder genau. Ich habe so richtig gut durchgeschlafen, obwohl Schlafen überhaupt kein Thema war, aber dass das so als Feedback zurückkommt. Ja gut, das wissen wir aus WingWave generell, dass es hier zu einem, das Gehirn arbeitet viel, ist jetzt auch, kann wieder mehr verarbeiten, weil eben das Thema aufgelöst wurde und ja. Da schlafen die Leute dann oft sehr, sehr gut. Viele werden ja nach einem WingWave-Coaching entsprechend müde. Ja. 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 Das habe ich ja immer wieder. Und die Reaktion beim Coaching, beim WingWave-Coaching ist ja, das Gehen. Ne? Ja. Da reagiert jeder anders. Ja? Meine Frau zum Beispiel weiß ich, wenn wir jetzt beim Thema, wenn wir durch den Trigger durch sind, dann fängt sie zu gähnen an. Ja? Ich fange zu lachen an. Okay. Ja? Ja, so reagiert jeder Klient etwas anders. Und ein Klient, der das zweite Mal bei mir ist, dann weiß ich schon, wie der reagiert. Auf jeden Fall herzlichen Dank nochmal. Also es war wirklich richtig toll, Karl. Ich mache Migräne-Coaching und da war jetzt dein Vortrag richtig passend dazu. Was machst du? Migräne mit Wingen. Ah, ja. 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 Und da ja. waren das wirklich richtig tolle Tipps gerade von dir. Ja. Und ja. Ich hoffe, dass es dann mal wieder geht in Österreich. Dann komme ich dich mal besuchen. Ja, würde mich freuen, ja. Ja.
Also wir starten jetzt mit Mitte Mai, mache ich wieder die erste Ausbildung seit und also Präsenz seit 1,5 Jahren. Wo bist du? In Wien, Ja. direkt in Wien. Ja, wir haben im ersten Bezirk unser Seminarzentrum. Ja, danke schön. Ja, Sonja? Ich hätte noch eine kurze Frage, ja. Karl, bei mir ist die Verbindung so stark abgebrochen. Ich muss den anderen PC nehmen zum Rauffahren. Jetzt Okay. weiß ich nicht, jetzt habe ich in der Mitte was nicht mitbekommen. Hast du auch eventuell was über Matratzen angesprochen, wie wichtig das ist? Habe ich nicht, aber wenn du es ansprichst, ja, im Schlafcoaching gehe ich natürlich dann darauf noch ein, natürlich die gesamte Schlafumgebung zu testen. Das gehört natürlich zuerst einmal sind die Faktoren Einschlafen, Durchschlafen, Ausgeschlafen sein. Aber dann im zweiten Step, das mache ich dann meistens im zweiten Coaching, oder es taucht sowieso auf. Ja, natürlich zu testen, wie schaut es aus mit der ganzen Schlafumgebung. Das beginnt bei der Matratze, beim Polster, beim Bettbezug, beim Lattenrost, beim Bettgestell und. Ich vom Engen bis ins Weite, bis hin zur Wohnung, bis zum Haus und bis zur Umgebung des Hauses oder der Wohnung. Er wird Okay. getestet. Ja. Du machst Mitte Juni da praktisch ein Seminar dazu, online, Juni, oder? im Juni online. Ja. Das würde mich schon Und interessieren, ja, ja. die Termine findest du auf der der WingWave Akademie Wien. Okay, der Schein auch, genau, super. Ja. Ja, super, Ich habe danke. insgesamt, wir haben drei Seiten. Das eine ist die CTC Academy, unsere Hauptseite. Dann haben wir die Schlafcoaching Academy und die WingWave Academy Wien. Super. Ich habe noch eine Frage. Ja. Hast du auch Erfahrung mit Leuten, die so restless haben im Schlaf, also die Beine zum Beispiel ganz stark bewegen und dadurch aufwachen? Ja. Was ich herausgefunden habe, ist das Rennen eine Stressreaktion, eine übermäßige Stressreaktion. Restless? Ach, jetzt ist er Ja. weg. Ja. Und ich hab zwei Klienten damit gehabt und bei beiden konnten wir es wegbringen. Wow. Ja. Und deshalb sage ich, für mich ist das eine, ja, durchaus übertriebene Stressauswirkung oder ja, sagen wir so, Stressauswirkung vom Körper. Natürlich gehört es einmal ärztlich abgecheckt, aber die Ärzte werden sagen, ja, da finden wir nichts. Und ja, ich habe positive Erfahrungen gemacht. So, ich muss jetzt auch den Raum verlassen. Ich werde jetzt hier, weil der nächste Dankeschön. Referent ja bereits wartet. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss.